auch da sind. Wie ihr ja wisst, ist heute am Emil sein 50. Geburtstag. Und wie ich ja bereits schon in der Einladung geschrieben habe, weiss auch noch nichts von seiner Überraschungsparty. So ein Spass und keine Überraschungsparty. Schon 50? Der Katz ist aber gehalten gut. Ja, so 50 hat mir jetzt auch nicht gegeben. Vielleicht 49, höchstens 49,5, aber niemals 50. Ich meine, 50 ist ja noch kein Alter im Vergleich zu einer Schildkröte. Paul, versuchen ist es ein Witzig. Wir wissen beide, dass das nicht klappt. Jo, Schatz. Jedenfalls ist es wunderschön, seid ihr alle da. Ja, Paul. Du als bester Freund von Emil, mit deiner bezaubernden Svetlana und ihrem fantastischen Akzent. Ach, und Valentino. Wir kennen uns ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Da wird er Schissfreude haben, wenn er euch alle sieht. Ja, ich freue mich schon, wenn der Peil wieder ein paar Drinks zu viel hat. Dann tanzt du wieder so lustig wie an der letzten Party. Der hat nicht getanzt. Er versuchte nur gerade zu stehen. Paul, heute, du reißt dich bitte zusammen. Jo, Schatz. Also, der Emil müsste jeden Moment da sein. Ich schlage vor, wir verstecken uns alle. Und erst, wenn er im Wohnzimmer ist, schreien wir alle auf mein Kommando. Überraschung! Alles Gute zum 50. Geburtstag! Wollen wir es echt schnell üben? Oh, gute Idee! Und? Überraschung! Alles Gute zum 50. Geburtstag! Oh, jetzt wollen wir uns aber alle noch ein Versteck suchen. Job setzt! Was ist denn auch mit dem Emil passiert? Ich habe ja gewusst, dass man sich mit 50 ein bisschen verändert, aber gerade so. Das ist doch unser Nachbar vom Bauernhof nebendran, der Heinz Hanenbüch. Grüß euch zusammen. Frau Brenner, ihr müsst entschuldigen. Ja, die Türen waren nicht abgeschlossen und die Glocke funktioniert ja noch nicht. Darum habe ich gedacht, ich komme schnell rein und bringe eine Post vorbei. Ja, wisst ihr, der Pöstl hat sich halt noch nicht daran gewöhnt, dass jetzt jemand hier wohnt. Ja, das ist ja ganz lieb, Herr Hanenbüch. Ja, es ist nur eben so, im Moment haben wir leider gar keine Zeit. Wir erwarten jeden Moment meinen Mann. Der hat heute Geburtstag. Ha, Geburtstag? Ja, wie alt wird er denn? 50. Ja, aber im Vergleich zu einer Schildkröte ist das ja noch jung. Wie, jetzt bin ich lustig, oder was? Ja, Herr Hanenbüch, also... Ich möchte nicht unhöflich sein, aber das ist eben eine Überraschungsparty. Und der Emil könnte jeden Moment kommen. Ja, alles klar, he? Ich habe verstanden. Also, der feiert noch schön. Alle zusammen. So, jetzt haben wir ja schon mal können üben und wissen, dass es noch nicht so klappt. Oh, ja, Schlüssel gehört. Herr, komm! Paul! Tschüss! Schon wieder besetzt! Au! Und? Herr Hanenbüch, was ist denn noch? Ich bin's wieder. Herr Brenner, mir ist draussen gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Weil ich schon mal da bin, können wir doch noch schnell zusammen wegen dieser Eichen draussen im Garten reden.
Das ist doch jetzt nicht der richtige Moment, um über den Baum aus dem Garten zu reden. Was ist denn nicht gut mit dem Baum? Also, ich finde, der sieht noch ganz gesund aus. Ja, das finden wir auch. Aber der Herr Hanebüch und seine Frau finden eben, dass der Baum ihnen zu viel Sonne nimmt. Also wegen dieser Eiche draussen, he, ist es bei uns im Wohnzimmer im Sommer so dunkel wie in einer Kuhschnur. Also jetzt ist auf jeden Fall nicht der richtige Zeitpunkt, um über das Fällen von dieser Eiche zu reden. Wie gesagt, wir erwarten jeden Moment das Geburtstagskind. Alles klar. Aber sagen denn meiner Frau, he, dass wir zusammen geredet haben. Ja, sonst wirft sie mir wieder sämtliche Schlötterchen nach. Ich sage immer, he, bei uns auf dem Hof müsst ihr euch nicht von unseren Hunden Acht nehmen, sondern von meiner Frau. Also, he, denken Sie daran, dass wir darüber geredet haben. He, an Adi zusammen. He. Was ist denn mit dem Nachbarn los? Nichts Wichtiges. Sie hockt einfach den ganzen Tag auf ihrem Balkon und hat nichts Besseres zu tun, als uns die ganze Zeit zu beobachten. Es ist zwar ein bisschen nervig, aber eigentlich ist es nicht weiter schlimm. Jedenfalls weiss ich jetzt einfach, dass wir diesen Baum in unserem Garten fällen. Was sagt denn der Emil zu diesem Baum? Der weiss doch das noch gar nicht. Du, der war in letzter Zeit immer so gestresst gewesen, da wollte er nicht noch mit diesen Nachbarn nerven. Also wenn sie zu fest nerven, dann musst du etwas dagegen machen. Ja, zum Beispiel, man malt mit einem Lippenstift ein Herzli auf die Windschutzscheibe von seinem Auto. Da hat dann seine Frau sicher Freude dran. Paul! Woher weißt du solche Sachen? Jetzt kommt der... Eben und absetzt! Au! Und eben! Ja, Herr Hanebüch, was ist denn jetzt los? Nichts! Ich finde es halt einfach schön, wenn man eine Freude hat, wenn ich auftauche. Aber die Freude gilt doch nicht euch, sondern meinem Mann. Ja, ich weiss. Also, viel noch schön. Und denken Sie daran, dass wir darüber geredet haben, wegen dieser Leiche. Adieu zusammen. Du, der wäre doch mächtig, hä? Ich wollte mal in die Wüste schicken, aber zum Gestein besäugen. Julia, los mir zu, wenn die Nachbarn zum Problem werden, gehst du mir Bescheid. Ich sag dafür, dass ich dich röhle. Was soll jetzt das heissen? Ja, amix muss man Probleme selber in die Hand nehmen. Oh, ich mag Männer, die Probleme lösen. Was hast du schon wieder gesagt, schaffst du? Leute, jetzt geht's los. Ich habe den Emil sein Auto gesehen. Hoffentlich ist es nicht wieder der nervige Nachbar. Ich würde ihm zutrauen, dass er noch ein viertes Mal auftaucht. Deine Menschen sind so hohl, bei denen geht sogar ein Teelicht zum Röntgen. Los jetzt, ab ins Versteck. Jetzt kommt's ab und nicht an der Wand! Au! Hallo! Julia! Was ist denn da los? Schätze! Ich denke, weil der runde Geburtstag hast, organisiere ich dir eine kleine Überraschungsparty. Hast du Freude? Ja, ja, Freude, ja. Eine grosse Freude. Am besten schenkst du mir gerade eine neue Unterhose. Emil, alter Freund, lass dich umarmen. Alles Gute zum Geburtstag. An so Tagen wie heute bin ich froh, als ich der Junge von uns beiden bin. Aber er ist der Hübschere. Wie? Ich habe gesagt, er ist der Nüchterne. Jetzt hör doch auf, immer darauf umzureiten, dass ich einmal an einer Party ein Gläschen zu viel kam. Ja, ich hoffe, dass du heute wieder ein bisschen zu tief ins Glas schaust, damit ich dich wieder tanzen sehe. Einfach mir alles Gute zum 50. Geburtstag. Und du weißt schon, ab 50 kommt man einmal jährlich zur Prostata-Untersuchung. Wie schön.
Der Ex von meiner Frau, der Valentino, ist auch da. Und da freue ich mich, dass der Valentino an meinem 50. Geburtstag auch zu meinen Gästen gehört. He? Ich habe ihn doch einladen. Hey, du weißt doch, wie gerne er dich hat. Oder die. Du weißt doch, dass ich seine saublöden Sprüche nicht vertragen tue. Emi, du weißt schon, ab 50 erkennt man nicht mehr alle Buchstaben so genau aus der Nähe. Ja, aber dafür erkennt man die Jogden schon aus der Ferne. Oh, du mein Bummelbär! Alles Gute, mein Großer! Mein sibirischer Tiger, mein kleiner Wodka-Pöpfer! Ja, das Schatz ist gut. Die anderen werden auch noch gratulieren, gell? Wieso? Es waren doch schon alle dran. Schatz! Wie wär's jetzt, wenn wir mit einem Gläschen Champagner auf den Geburtstag anstoßen? Champagner, das ist eine gute Idee. Wenn es so heiß ist wie heute, muss man Wasser sparen. Emil, mein lieber Mann, seit 10 Jahren sind wir jetzt glücklich verheiratet. Und ich möchte keinen einzigen Tag missen. Unsere Ehe ist wie ein Haarspray. Ah, oh, vielen Dank. Klebrig und billig, hä? Nein, perfekter Halt und gut in Form. Alles Gute zum 50. Happy Birthday! Merci vielmals. Also, ich glaube, dass. Das. Ich glaube, das ist jetzt Stichwort zum als die beste Freund an dieser Stelle. Ganz spontan ein paar Worte an dich zu richten. Sehr spontan, sehr spontan. Rebei Lime. Was? Oh, Verdumme. Liebe Emil. Am 5. August 1970 hast du das Licht von der Welt erblickt. Darum habe ich dir ein kleines Gedicht geschrieben. 50 Jahre ist es jetzt also her, dass es von Ihnen auch jeder wüsste. Das bei deiner Mutter und dem Pulli ist kein Küssi. Sie hat sich auch nicht ein Bauch angegessen. Dort unter dem Pulli bist du drin gesessen. Emil, du bleibst einfach jung und toll. Du partisch sicher in Verwoll. Du hast ja wirklich Talent! Ja, also ich hätte noch ein paar Ziele. Oh. Aber ich habe doch noch so viel vor. Geschenke auspacken, Kuchen essen, feiern. Tanzen! Quatschen! Wir haben uns doch schon so lange nicht mehr gesehen. Jetzt habe ich mir so viel nie gemacht. Heiderdei! Gesundheit! Nein, heiderdei! Heiderdei! Paul kann eben nicht fluchen. Sicher kann ich fluchen. Gottfried Stüdle nicht noch einmal. Nein, er kann es echt nicht. So, wie weiss jetzt, wenn ich noch schnell die restlichen Sachen aus der Küche hole? Ich helfe dir! Ich helfe auch ein bisschen. Ich bin sicher, die Frauen können einen starken Mann in ihrer Küche brauchen. Ich kann den Valentino, den geschleckten Sieg, nicht ausstehen. Mit seinem tiefen Niveau will er perfekt in ein Möbelhaus passen. In ein Möbelhaus? Ja, als unterste Schublade. Ja, also mein Favorit ist Renegade. Aber sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Wieso? Was meinst du? Ach komm, mach mir doch nicht vor. Wir kennen uns jetzt schon seit über 30 Jahren. Die bedruckt doch irgendetwas. Ist es, weil du jetzt 50 bist? Ah, nein, nein, das ist noch ganz spannend. Ja. Wieso? Ja, man lernt jeden Tag einen neuen Knochen kennen. Stimmt etwas mit der Julia nicht? Nein, nein, mit ihr ist alles in Ordnung. Ist es. Weil es im Bett nicht mehr so klappt? Nein, alles gut. Na klar, wenn man so lange zusammen ist, dann verändert sich schon etwas. Das ist wie mit dem Cola trinken. Zuerst nimmst du normal, dann light und am Schluss bist du mit Zero zufrieden.
Aber das ist nicht das Problem. Ja, also was auch immer du hast, du weißt schon, mit mir kannst du es besprechen. Aber vielleicht sollten wir zuerst mal eine von denen durchnehmen. Sag mal, schleppst du als Apotheker immer deine Pillen mit dir rum? Ja, das ist einer der Vorteile von meinem Beruf. Ich weiss immer, was mir fehlt. Ja, nimm nur. Die putschen dich nur ein bisschen auf und ich glaube, das könntest du jetzt sehr brauchen. Aber wer? Emil, du kennst mich doch. Außerdem würde meine Lizenz als Apotheker auf dem Spiel stehen, wenn ich dir hier etwas geben würde, das nicht gut für dich ist. Und was ist es, was ich hier schluck? Das ist ein Präparat, das man ab 50 nimmt. Das haltet jung. Es heisst Mumien, stopp! Warum? Nimm den Helm. Also gut, was soll's. Ich meine, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Also, was ist? Also gut, aber du erzählst es niemandem, hä? Nicht der Julian, nicht deiner Svetlana, niemandem! Ehrenwort. Ich bin heute entlohnt worden. Was? Entlohnt? Was? Du hast keinen Job mehr? Ja. Meine Firma hat sich in Luft aufgelöst. Konkurs, 150 Mitarbeiter auf der Strasse. Aber das ist ja schrecklich. Ja, dabei bin ich letzten April gerade als Mitarbeiter des Monats gewählt worden. Ja, gut, ich habe schon gespürt, dass da ein bisschen etwas im Busch ist. Aber ich kann mir nichts vorzuwerfen. Ich habe als Leiter Verkauf von dieser Verpackungsfirma immer einen guten Job gemacht. Seit wann ist denn deine Firma in der Krise? Seit alle einen auf Klimaschutz machen! Verpacken ist einfach nicht umweltfreundlich. Ich sag dir jetzt eins, Paul. Ich sag dir eins. Von jetzt an mache ich auch einen auf Grün. Von jetzt an trenne ich auch. Ich trenne mich von all diesen Weltverbesserern. Paul, in der Politik ist es wie mit den Bananen. Die Grünen hat man einfach nicht gern. Ja, aber Kopf hoch. He. Mit deinen Fähigkeiten und Qualitäten findest du sicher ganz schnell wieder einen neuen Job. Mit 50? Das hast du gerade vergessen. Also komm, das ist jetzt noch kein Alter. He. Ja, ich weiss. Es sagen immer alle, 40 ist das neue 30, 50 ist das neue 40. Aber ist doch alles Quatsch. Für mich ist mittlerweile am 9 Uhr oben Mitternacht. Paul, wir sind beide im letzten Jahr 1000 geboren worden. Ja, aber für so etwas gibt es doch das Arbeitsamt. Du glaubst also wirklich, dass das Arbeitsamt den Job für mich findet mit 50, hä? Ja, dann glaubst du sicher auch, dass das Ordnungsamt meine Küche aufräumt, hä? Ja, aber du hast doch eine super Position gehabt und hast viel verdient. Du hast sicher etwas auf der Seite, hä? Ja, du hast recht, ja. Ich habe so viel auf der Seite, dass ich den Rest von meinem Leben komfortabel leben kann. Eben. Ich müsste einfach nächsten Dienstag sterben. Weil ich habe doch mein ganzes Ersparte in das neue Haus reingesteckt. Oh, das habe ich natürlich nicht gedacht. Und ausgerechnet jetzt muss das passieren, als ich mir das teure Haus hier in Bielbenk gekauft habe. Paul, kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Kannst du mir nicht mit etwas lehnen? Ich meine, nur bis ich wieder einen Job habe. Hä? Ich habe doch auch nicht. Das heisst, du hast auch nicht. Du hast doch eine eigene Apotheke, die super läuft. Ja, aber auch eine Frau, die jeden Franken gerade wieder ausgibt. Ja, warum sagst du ihr nicht, dass sie einfach weniger ausgeben soll? Emil. Schau mich doch mal an. Eine Frau wie Svetlana wird doch nie mit jemandem wie mir zusammenbleiben, wenn ich sie nicht nach Strich und Faden verwöhnen will. Ja, das ist auch wieder recht, ja. Hast du also auch nichts mehr? Ja. Ich habe gemeint, du könntest mir ein bisschen etwas leben. Was machen wir jetzt? Auf jeden Fall nicht die Wahrheit sagen. Aber wir haben doch beide nichts mehr. Ich weiss. Sag mal, wieso fange ich jetzt an zu heulen? Liegt das an deinen Tabletten da, oder? Das kann schon sein. Die machen ein bisschen emotional. Ein bisschen ist gut, gell? Ist alles okay bei euch? Ist alles gut, ja, ja, ist alles gut. Wir sind nur glücklich. So glücklich! Seid ihr glücklich über was? Glücklich, dass ihr alle da seid. An meinem Geburtstag! Yes!
Schatz, ist alles gut? Ja, ja, ist alles gut. Ist alles gut. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir uns aber zusammennehmen. Durchstuf. Ja. Ich habe gemeint, der vierte Geburtstag, dabei ist dein gestorben sein. Ja, und wer bitte ist der Tote? Ja, meistens dein Sarg. Mutter, siehst du da irgendwo einen Sarg? Ach, der Mann, ein Büch, ihr seid ja wieder da. Diesmal noch mit Verstärkung. Ja, der Einzige ist darum übergekommen, dass er einen Brenner Geburtstag hat. Wir haben gedacht, wir können schnell gratulieren. Herr Brenner, alles Gute zum Geburtstag! Vielen Dank, aber ich höre noch gut, ja. Aber Sie sind doch schon 50! Aber nicht auch. Schaut, ich habe Ihnen hier ein kleines Geschenk mitgebracht. Das ist Lavendel von unserem Feld. Darum haben wir auch so einen super guten Honig von unseren Bienen. Oh, und dann habe ich euch noch etwas mitgebracht. Was ist das? Das ist unser berühmter Säulenschmalz. Den machen wir selber. Ja, der ist ganz frisch. He? Ja, das Säule, das hier drinnen ist, hat euch letzte Woche noch die Blümchen unter dem Gartenhagen durchgefressen. Ja, das kleine Herzige mit den grossen Augen und dem kleinen Ringelschwänzchen. Aber es geht halt damit schnell. Ich sage immer, das Zell von heute ist der Schinken von morgen. Oh, ihr seid aber nicht etwa Vegetarier. Nein, ich hatte gerade noch mal Schwein. Ah, eben, ich habe schon gedacht. Ich sage immer, ob Sau, ob Stier, ich grilliere jedes Tier. Ja, also, Herr und Frau Hanenbüch, das ist ja wirklich sehr lieb, dass ihr noch extra vorbeikommt. Aber jetzt haben wir eben bei euch den Kuchen anschneiden. Ja, da sind wir ja gerade zum richtigen Moment gekommen. Klein und reicht nur für die geladenen Gäste. Wie meint ihr das? Heinz! Also ich meine, ich darf doch Heinz sagen, oder? Gut, wir haben zwar noch nie Säugehüte zusammen, aber es ist okay. Heinz, los mal eine Frage. Kannst du subtrahieren? Ja, das ist rechnen. Genau. Zieh ab! Von was? Psst! Wenn ich jetzt schon gerade mal da bin, habe ich gedacht, wir reden mal schnell über das Ungetüm. Das ist doch jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder der richtige Moment. Also, merci vielmals für euer Schmalz-Dingsbums. Aber jetzt würden wir gerne den Geburtstag im privaten Rahmen feiern. Ist das in Ordnung für euch? Wissen Sie, meine Frau hat sich so viel Mühe gegeben mit diesem Fest. Und so wie ich sie kenne, da legt sie halt Wert auf einen engen Zeitplan, den wir einhalten müssen, gell, Schätzchen? Alles klar, he? Wir haben verstanden. Also wenn wir eins haben, dann ist das ein Gespür, wenn wir stören. Mutter, komm, wir gehen. Ja, also, über das Mannstück können wir auch ein anderes Mal reden. Also, dann vielen noch gut. Adieu mit der Hand. Hast du gesehen? Er gibt dir noch ein Schmützchen. Das kannst du auch einmal machen. Warum? Ich kenne dich ja kaum. Jetzt können wir endlich den Kuchen anschneiden. Diese Kalorien brauchen neues Zuhause. Wisst ihr was? Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich habe im Keller ein paar ganz gute Tröpfchen, die hole ich jetzt schnell. Warte, ich komme mit. Es gibt ja nichts Besseres als einen guten Freund. Außer einen guten Freund mit einer Flasche Wein. Und die Weinkeller ist ja legendär. Du bist Weinliebhaber. Ja, solltest du mal seinen Weinkeller sehen? Ja, da unten sieht es aus wie im Bundeshaus. Im Bundeshaus? Eine Flasche neben der anderen. Darf ich auch schauen? Also gut, aber nur mit den Augen schauen, gell? Ich schneide jetzt den Kuchen auch noch, okay? Ja, mach nur. Aber für mich dann noch ein ganzes kleines Stückchen. Ich muss ein bisschen schauen. Auf was? Auf deine Uhr oder was? Du hast doch eine perfekte Figur. Das stimmt eben nicht. Also zumindest nicht, wenn es nach dem Emil geht. Der schaut mir kaum nach. Hat er gesagt, du bist zu dick?
Nein, das nicht. Aber ich merke doch, wenn etwas nicht mehr stimmt. Das hast du in letzter Zeit so durch zu mir. Das finde ich einfach nicht mehr attraktiv. Darum habe ich mir jetzt ganz ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Was denn? Eine Brille? Ein Personal Trainer. Das soll mich wieder schön und fit machen. Ich glaube, du brauchst eine Brille. Du bist doch fit und schön. Er heisst Rodolfo Muscoli. Und er ist scheint der beste Personal Trainer in ganz Europa. Rodolfo Muscoli? Ja, und weil er so genau hat mit seinen Kunden trainiert, sagt man immer Rodolfo, der Folterer. Und warum sollte Emmy Freude haben, einen Fitness trainer? Er hasst doch Sport. Svetlana, das ist doch genau mein Plan. Ich dachte, ich schenke Emil ein paar Stunden bei diesem teuren Fitnesstrainer. Die nimmt er dann eh nicht, also nimm sie halt eh. Schliesslich sind sie ja schon zahlt. Aber dieser Rodolfo, der Folterer, sieht aber schon aus ziemlich alt. Der ist schon 75. Oh. Aber er ist jetzt der beste Personal Coach in seiner Branche. Mhm. Ja, hui, Promis geht zu ihm. Svetlana, mach doch auch mit. Weiß nicht. Ich habe bis jetzt nur Fitness mit meiner Personal Couch gemacht. Couch, Sofa. Oh bitte. Ich komm jetzt, mach doch mit. Das ist sicher lustig. Wann kommt denn dieser Folterer? Der heute? Ja, nicht daher bestellt. Der ist ja mein Überraschungsgeschenk. Heute? Aber ich habe doch keine Kleidung für Sport dabei. Ich habe gedacht, wir haben lustige Geburtstagsfeste. Wir essen Kuchen, betrinken uns und lachen uns schlapp, wenn Paul wieder anfängt zu tanzen. Svetlana, ich will sicher nicht heute mit dem Training anfangen. Er soll sich einfach schnell zeigen, dass der Emil sein Geschenk sieht. Sag mal, denkst du nicht, Emil könnte das verstehen falsch, wenn du ihm einen Fitnesstrainer zum 50. Geburtstag schenkst? Im Gegenteil. Es ist sogar gut, wenn er es ein bisschen falsch versteht. Dann kommt er vielleicht auf die Idee, dass ich ihn auch nicht mehr attraktiv finden könnte. Aber du findest ihn doch noch attraktiv. Ja, schon. Aber das muss er ja nicht wissen. Aber manchmal, ich verstehe die Frauen auch nicht. Svetlana, wie ist es denn bei dir so? Oh, Paul vergöttert mich! Ja, wie machst du es denn, dass er noch so auf dich steht? Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Paul steht total auf schwarze Strapse. Und das gönne ich ihm. Und du musst einfach schwarze Strapse anlegen und das reicht schon. Nicht ich, er! Und ich tue einfach so, als ob ich das auch scharf finde. Und wenn das nicht klappt, dann ziehe ich viel Leder an. Dann rieche ich wie eine neue Auto. Du hast jetzt das Drittel über dem Anlass gerecht werden. Tenuto San Guido Sasikeia 2013. Ist das ein teurer Wein? Ja, ja, das erkenne ich sofort. An was? Am Preisschild. Oh, den trinken wir jetzt. Aber zuerst will man einen Moment schnaufen lassen. Nein, ich will trinken, nicht wiederbeleben. Schätze, wenn du schon so teuren Wein willst trinken, dann hole ich noch schnell Kristallgläser. Ich helfe dir. So als Flaschen zu trinken ist nicht toll. Von mir aus könnte man den Wein aus der Flasche trinken. Jetzt kommt es nicht mehr drauf an. Ab morgen geht sowieso nur noch Chateau Lavabo. Ist das auch ein teurer Wein? Hey, Paul, das ist Wasser. Meine Herren, ich muss euch etwas gestehen. Vorher, als ihr allein hier in diesem Raum seid, habe ich euer Gespräch mitbekommen. Ich wollte das nicht. Ich bin sozusagen ganz unverhofft Zeuge von eurem Gespräch geworden. Und was hast du alles gehört? Alles. Ja, was der Emil keinen Job mehr hat und ich kein Geld. Dankeschön, Paul. Spätestens jetzt weiss es. Das hat er schon vorher gehört. Weil eure Frauen jeden Augenblick wieder könnten aus der Küche zurück sein, fasse ich mich kurz. Ich will euch ein Geschäft vorschlagen. Und das war? Vorher, als wir unten waren, habe ich gesehen, dass du einen sehr grossen Keller hast. Und ich möchte da ein paar Tage als Zwischenlager nutzen. Warum? Warum? Im Emis Haus liegt ideal. Biel-Banken ist unmittelbar an der Grenze zu Frankreich.
Ja, und was möchtest du dazwischen lagern? Das ist eine von den Bedingungen, die ich stelle. Es werden keine Fragen gestellt. Und es schaut mir keiner zu, wenn ich mein Material dort runterbringe. Was hast du schon wieder gesagt, schaffst du? Sagen wir mal, ich bin im Import-Export-Geschäft tätig. Also, ich habe dich jetzt gerade richtig verstanden. Du möchtest meinen grenznahen Keller als Zwischenlager nutzen für Sachen, wo du mir nicht verrätst, was es ist, und du sagst, was du schaffst. Warum soll ich auf das ehrwitzige Angebot eingehen? Weil ich sehr gut zahle. Was? Was, Sophie? Was? Was so viel? Ja, das müsst ihr euch natürlich teilen. Was? Ah, ich komme vorher. Ja, als Schwiegergeld sozusagen. Ja, aber ich muss doch wissen, was in meinem Keller zwischenlag ist. Das bleibt, wie gesagt, meine Sache. Es wäre ja nur für ein paar Tage. Nehmt das Angebot da, oder lasst es bleiben. Aber wenn das Angebot abplant, muss ich euch, wenn ihr jetzt schon so viel wisst, leider töten. Das soll man euch einmal anlegen. Aber wie gesagt, das Angebot gilt nur, solange die Frauen aus der Küche zurück sind. An eurer Stelle würde ich mir das gut überlegen. Die wären für eine sehr lange Zeit sehr gut, dass man steht und das mit so einer Haufen Gangs. Ich möchte euch schnell mit dem Paul und den vier Augen besprechen. Ja? Komm, Paul. Paul, was meinst du? Hey, ho, das müssen wir machen. Es ist ja nur für ein paar Tage. Ja, ist ja klar, dass du das sagst. Es ist ja nicht dein Keller. Aber was ist, wenn ihr dort unten Waffen oder Drogen lagern? Es ist ja nur für ein paar Tage. Oh, denk doch einmal an das viele Geld. Wir wären alle unsere Sorgen los. Das viele Geld ist es ja gar, was mir Sorgen macht. Darum muss ich sie um Waffen oder Drogen handeln. Darum zahlt ihr ja so viel. Kannst du bei Brenner so etwas erkennen? Ja, ich sehe nur drei Männer, die im Wohnzimmer umeinander stehen. Ja, und Frauen sind in der Küche und schnurren. Oh, aber wegen dieser Keibeneiche sehe ich nichts. Wenn du die Änderung mal hättest durchsetzen können, dann wäre der Baum schon lange weg. Hörst du, mein Vater? Du sollst deine Haare in den Haaren wieder einmal zupfen. Das ist ja der reinste Busch, den du hier hast. Was hast du gesagt? Yes, Gott, nicht! Sag mal, bist du wahnsinnig, mich so verschrecken? Ich habe gesagt, du sollst deine Haare in den Haaren wieder einmal zupfen. Nichts ist, die bleiben dort, wo sie sind. Das sind natürliche Schalldämpfer gegen dein Geschnurr. Ich weiß schon nicht, warum ich die überhaupt einmal geheiratet habe. Weil ich keine anderen wollte. Ha, ha, ha. Du bist auch nicht gerade der Georg-Kloni, hä? Also, wenn man dein Gesicht auf einen Briefmarken kleben würde, wäre die Post inner Kürze pleite. Und überhaupt, du hast mir doch versprochen, dass wir uns in unserer Ehe alles teilen. Ja, und? Ja, warum hast du denn das Laub nicht zusammengefegt, wenn ich es dir gesagt habe? Das am Boden unten ist, denke ich, deine Hälfte. Meine hängt noch am Baum oben. So, jetzt hör auf stürmen. Oh, Mutter, jetzt wird's spannend. Wieso, was ist? Jetzt fährt gerade der Dorfpolizist, der Franz Schöpfer, die Auffahrt darauf. Du, ich habe dir ja gesagt, ihr brennt, das hat Dreck am Stecken. Oh, Vater. Los mal. Grillen. Ich schmeck nicht. So, jetzt hör auf stürmen. Oh, jetzt wird's spannend. Oh, jetzt geht er gerade an die Türen läuten. Schnell, schau du an, doch die Mutter. Nicht, dass am Ende die Polizei noch meint, wir seien neugierige Leute. Also, was ist denn jetzt? Machen wir mit oder lassen wir es bleiben? Nein, nicht bleiben lassen. Komm jetzt, Emil. Aber es ist nur für ein paar Tage. Höchstens eine Woche, versprochen. Ehrenwort.
Okay, ich mach's. Aber das Geld behalten wir, hä? Sogar, wieso hast du so viel Bargeld bei dir? Hey, ich bin auf das vorbereitet gewesen. Julia hat von eurem grossen Keller vorgeschwärmt. Hä? Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne an die kleine Geburtstagsüberraschungsparty gekommen bin. Hä? Handschlag! Nicht vergessen, das gilt als Vertrag. Zurückziehen gibt's nicht. Das hat böse Konsequenzen. Ja, mach schon. Paul! Abgemacht. Wir sind reich! Hallo! Hallo! Hat jetzt doch nicht gerade jemand gerufen? Ja, das ist sicher wieder der nervige Nachbar. Einfach ignorieren. Komm, Valentino, wir nehmen einen. Nehmen wir ein bisschen Champagner. Yeah. Auf unsere Vereinbarung. Und auf das die Woche sehr schnell vorbeigeht. Hallo! Ist jemand daheim? Emil, hast du nicht gehört? Da ist doch jemand an der Tür. Es hat nicht gelüttet. Das Leute ist ja auch kaputt. Das ist sicher wieder der nervige Nachbar. Ich an deiner Stelle würde nicht schauen. Also, der ist jetzt viermal einfach so eingelaufen. Wieso sollte er jetzt sich auf das Mal ankünden? Ja, dann ist sicher einer, der will gratulieren. Egal. Also, ich habe jetzt Glas auf die Tür, die gerade aufgegangen ist. Möge uns Glück in den nächsten 7 Tagen holt sein. Wie sagt man so schön? Lieber besoffen und blank als nüchtern und krank. Guten Tag, mein Name. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Mein Name ist Franz Schöpfer, ich bin von der Gemeindepolizei. Sie sind also von der Polizei, ja? Ja, genau. Ja. Es war ein Fehler! Es tut uns so leid! Man hat es nicht extra gemacht! Bitte sperren Sie uns nicht ein! Ich habe doch heute Geburtstag! Um was geht es hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sehr unprofessionell. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich vorzustellen. Unsere Post ist in Thärwil. Mein Zuständigkeitsbereich ist Biel-Banken. Ich stelle mich immer den Neuzuzüger vor. Ja, falls einmal etwas ist. Ne? Ah, dann sind Sie also nur vorbeigekommen, um sich vorzustellen. Ja, das habe ich ja jetzt gerade gesagt. Ne? Sonst nichts. Nein, sonst nichts. Außer, der hat irgendwelche Leichen im Keller. Ja, dann müsste ich euch mitnehmen. Das ist ein ganz witzig. Nein. Es ist eben so. Entschuldigung. Es ist eben so. Habt ihr eine Katze da im Haus? Ja, die Ananas. Aber die ist draußen. Warum? Ja, ich bin. Entschuldigung. Ich bin allergisch auf Katzen, da muss ich immer. Also, dann sind Sie ja. Entschuldigung, die Allergie ist wirklich eine Last. Kein Problem, es kann passieren. Sind Sie. Nein, muss doch nicht. Also, dann sind Sie also nur hier angekommen, wenn wir frisch hier angezogen sind. Genau! Ja, genau. Ja, und um ein paar gute Tipps geben. Wissen Sie, Häuser so nah an der Grenze sind immer wieder eine grosse Verlockung für Halunken. Darum rate ich euch allen besonders aufmerksam sein. Und lassen Sie ja nie ein Fenster offen. Auch kein Kippfenster. Vielen Dank, Herr Schöpfer, für die tollen Tipps. Aber Sie sehen ja, wir sind gerade in einer ruschenden Geburtstagsparty. Vielleicht könnten wir ja das Gespräch über Sicherheit auf ein anderes Mal verschieben. Vielleicht so in 8 Tagen. Auf jeden Fall nicht bevor eine Woche um ist. Ja, das ist kein Problem. Es pressiert ja nicht so. Entschuldigung. Wer hat eigentlich Geburtstag? Ich. Ah, ich gratuliere Ihnen ganz. Nein, es geht nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Wie alt sind Sie denn geworden? Anfang ranzig. 50. Ah, ja, schön. Ja, gut. Ja, dann will ich nicht länger stören. Nicht. Ach gut, dann bringe ich Sie noch zum Ausgang. Es ist sehr lieb, Herr Brenner. Also, auf Wiederschauen miteinander. Nicht vergessen, die Augen schön offen behalten. Ja, auf Wiederschauen, Frau Brenner. Ja. Okay. Auf Wiederschauen, Herr Brenner. Ja. Paul, schau dir mal mein Kleid an! Das ist total ruiniert von deiner Champagner! Das
dass dir nur beleidigt, Schatz. Aber ich habe sie nicht extra gemacht. Und du hast ja noch ganz viele andere Kleider. Aber nicht hier! Weißt du, wie lange ich hatte, um diese perfekte Outfit für den heutigen Tag zu finden? Genau 92 Minuten. Wo ich auf dich gewartet habe, habe ich nämlich dreimal hintereinander die Sendung plötzlich gesucht. Auf Tele Basel können wir. Dafür wird ja auch was geboten. Um ein Outfit wie diese zusammenzustellen, muss man Laune, Material, Farbe, Bequemlichkeit und Temperatur aufeinander abstimmen. Ah, das ist aber noch aufwendig, gell? Na, wie ist denn das bei dir? Ah, er sucht Kleider nach dem Geruch aus. Ja, komm, Svetlana, wir gehen mal rauf. Ich gebe dir etwas Frisches von meinen Sachen. Aber ich habe doch nicht die gleiche Figur. Schatz, mit deiner Figur kannst du alles anlegen. Geh mit Gott, aber geh jetzt, hä? Emil, kannst du nicht mal etwas aufbauend sagen? Lego? Ja, komm, Svetlana. Wir gehen mal schauen, was wir für dich finden. Es macht keinen Sinn, sich über die Männer zu beklagen. Wir müssen einfach mit dem vorhandenen Material auskommen. Valentina, ich kann dir auf keinen Fall mich auch zur Verfügung stellen. Wir haben ja schon Polizei im Haus. Der Schöpfer ist nicht mehr vorbeigekommen, weil er sich wollte vorstellen. Deal ist Deal. Das Geld haben wir ja schon. Aber es ist ja noch gar nicht im Keller unten. Also hat der Deal ja noch gar nicht angefangen. Deal ist Deal. Wir haben uns die Hand drauf gegeben. Und in meinen Kreisen gilt das als verbindlich. Und ich hoffe nicht, dass ich meinem Chef erzählen muss, dass die zwei Vertragsbrecher sind. So Menschen mag er denn gar nicht. Was heisst das? Das heisst, dass er nicht, wo die Zögerer euch zwei eine Lektion erteilen, wo die zwei nicht so schnell vergessen werden. Das ist knallhart! Aber wir haben doch schon Polizei im Haus gehabt. Vielleicht können wir das ja so regeln. Wer ist denn der Chef? 20 Franken. Wer ist der Chef? Einer, der nicht mit sich reden lässt. Ist er ein Schweizer? Nein. Ist er ein Europäer? Er ist Kosmopolit. Er lebt quasi überall. Das hat er gemacht. Ich bestand auf mit ihm. Kann man den Keller eigentlich abschließen? Weiß nicht. 20 Franken. Kann man? Ja. Wer hat alles einen Schlüssel zum Keller? Nur ich und Julia. Gibt es noch einen separaten Eingang? Nein, man kann nur das Wohnzimmer in den Keller haben. Gut, es gibt ein Kippfenster, aber da passt keiner durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich schlage vor, dass solange Frauen oben sind, ich mich warm im Keller bringe. Und ihr zwei könnt ein bisschen frische Luft schnappen. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Ich meine, ich muss doch wissen, was du in den Keller runterbringst. Er muss doch wissen, was du in den Keller runterbringst. Jux! Je weniger die wissen, desto besser. Ich gehe jetzt schnell in mein Auto, aber wenn ich wieder zurückkomme, sind die zwei verduftet. Hm? Geht höchstens 10 Minuten. Nein, wenn wir nur bei den Valentino loswerden, kann auf keinen Fall seine Waffen und Drogen bei mir im Keller unterlagern. Ja, aber was willst du machen? Du hast ja gehört, dass sein Chef uns fertig macht, wenn wir uns nicht an die Abmachung halten. Oh, die gießen sicher Beton um unsere Füße und gehen uns rein. Ich will noch nicht sterben. Ich doch auch nicht. Und ich habe noch das ganze Leben vor mir. Ja, ich doch auch. Ich bin doch gleich alt wie du. Ja, aber du saufst mich. Also ich glaube, jetzt brauche ich ganze Handeln von deinen Pillen. Hast du noch da? Ja, aber komm, wir gehen raus, nicht, dass wir hier dem Valentino wieder über den Weg laufen. Gute Idee, komm. Thank you.
Weißt du, was das heisst, dass der tot ist? Ich will gar nicht wissen, was in dieser Kiste drin ist. Was uns das passieren muss? An deinem Geburtstag! Paul, in dieser schweren Stunde ist mir gerade etwas klar geworden. Paul, du bist immer an meiner Seite gewesen, in jeder Situation. Stimmt. Nein, jetzt haben wir schon manches ganz dummes Zeug durchgemacht. Ja, für das sind die Freunde doch da. Paul, du bringst mir Unglück. Das mache ich doch gern. Was? Ja, überleg mal, immer wenn etwas Schlimmes passiert, bist du an meiner Seite. Sie mir entschuldigen, dass ich einfach so reinlaufe. Aber die Tür ist sperrangelweit offen. Fisch, jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Thärwil, wo mir doch plötzlich in den Sinn kam, dass ich ihnen ja gar keine Visitenkarte von mir gegeben habe. Aha. Ja, wie wollen sie sich überhaupt bei mir melden, wenn sie gar nicht wissen, wo anrufen? Pass auf, dass du dich nicht am Papier schneidest und eine Blutvergiftung bekommst, weil ich ja in der Nähe bin. Also, Herr Schöpfer, da, immer noch am Zögeln. Ja, das ist eine mühsame Sache. Ja. Man meint damals, es nimmt nie ein Ende. Ja, also, vielen Dank, Herr Schöpfer. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nie ins Fitness gehe. Sonst denken noch meine Freunde, ich könnte ihnen beim Zügeln helfen. Also, ich habe in Ewil beim Zügeln geholfen. Ein Wunder, hätte sich keine Knochen gebrochen, weil ich ja in der Nähe war. Also, ich könnte ihnen schon schnell helfen, die Kisten abtragen. Nein, das machen wir allein. Außerdem möchte ich meine Frau dabei sein, damit sie mir sagen kann, wo die Kiste herkommt. Die ist nicht ganz dicht. Nein, meine Frau. Nein, die Kiste hier, die läuft aus. Das ist die Kiste mit dem Katzenstreu. Was? Mit dem Katzenstreu? Ja, Katzenstreu. Ja, mit dem Katzenstreu, genau. Das ist für unsere Katze Ananas, das kaufen wir eben immer wieder zur Vorrat. Ja. Jetzt von das wieder ab. Es tut mir am besten, ich gehe raus. Sie haben jetzt meine Kontaktdaten, falls etwas wäre. Ist gut, auf Wiedersehen miteinander. Was ist das für ein weisses Pulver? Das sind sicher Drogen! Ja, Sabalot und diese Schrott! Was ist da los? Nichts. Wir haben gedacht, wir können beim Tragen helfen, nicht? Weil ja jeden Moment Frauen wieder könnten oben runterkommen. Haben die zwei in die Kiste reingeschaut? Nein. Also, hast du in die Kiste reingeschaut? Nein, sicher nicht. Hast du drin geschaut? Nein, ich habe nicht drin geschaut. Nein, ich auch nicht. Nein, dann haben wir beide. Nein. Sehr gut. Das würde meinem Chef nämlich überhaupt nicht gefallen. Valentino, was unsere Vereinbarung wegen dem Keller anbelangt, vielleicht gibt es da wieder eine Möglichkeit zum Aussteigen. Hä? Ich glaube, die zwei werden wirklich ärger. Mythisch! Die haben das Geld bekommen, die haben die Hand drauf gegeben. Und damit hat sich's. Oder soll mein Chef einmal zeigen, was er für Vertragsbrecher haltet? Wer wird das? Nein. Eben. So. Ich bring dir jetzt noch schnell ab. Und dann ist der Kellner für eine Woche zu. Wir sitzen so tief in den Tinten. Was heißt du mehr? Es ist dein Keller. Außerdem bringe ich dir sowieso nur ein Unglück. Besser ich dann. Paul, das habe ich doch nicht ernst gemeint. Paul, sei mir nicht böse. Du bist und bleibst mein bester Freund, aber es wird auch immer so bleiben. Außerdem, der Vorsäckel bringt überhaupt nichts. Denk dran, wir haben die Vereinbarung beide mit dem Valentino abgemacht. Das stimmt. Vermaledeit noch den Mollen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir zuerst mal das weiße Pulver wegsaugen, bevor es die Julia sind. Oh, ich weiss nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was? Ja, auf meine Pille noch den Whisky zu trinken. Doch, jetzt machen wir aus meinem Geburtstag ein Silvester. So ein Silvester? Warum ein Silvester? Ganz einfach. Mit dem Whisky knallen hoffentlich die Pille so richtig rein. Nein. Also ich muss schon sagen, meine Kleider stehen ausgezeichnet. Tut mir leid. Es dauert so lange, aber ich bin sehr anspruchsvoll, wenn es geht um meine Äußere. Und du hast so viele tolle Sachen, Julia. Also mir hat ja das rote Kleid vorher dir ein bisschen besser gefallen. Ah nein, das ist nicht gegangen. Doch habe ich ausgesehen wie eine Rollbraten auf 3 Etagen. Aber an dir sieht das sicher toll aus, Julia. Hm? Überhaupt, du bist immer so gut angezogen. Oh, danke schön.
Wünscht mir ja der Emil, würde mir das mal sagen. Und deine Schuhe? So sexy! Immer, wenn ich dich sehe, du trägst kein Kies. Sogar zu Hause. Das mache ich doch nur, dass ich jetzt oberste Gewürzregal in der Küche komme. Ja, überhaupt. Was sind eigentlich jetzt die zwei Männer wieder? Die Männer sind so. Wollen entdecken Kontinente, aber finden nicht einmal die Butter im Kühlschrank. Das ist doch wieder mal typisch, oder? Zuerst den ganzen Boden dreckig gemacht und dann einfach abholen. Also, der Emil kann von Glück reden, dass er heute Geburtstag hat. Sonst könnte er etwas hören. Warum kommst du jetzt aus dem Keller? Ich kann nur noch schnell in Emils Weinsammlung bewundern. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich der Hammer, was der da unten hat. Oh! Wie schön! Wir haben uns hier im Wohnzimmer wieder gefunden. Falls du den Dreck hast, wo du aufsuchen, kommst du leider ein bisschen zu spät. Ich habe es schon gemacht. Was hast du schon gemacht? Was gibt es da zu verstehen, falsch? Sie hat es schon gemacht. Welcher Dreck? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben noch gar nicht von diesem tollen guten Kuchen probiert. Genau, der Geburtstagskuchen. Ja, warum gehen wir nicht alle in den Garten raus und genießen den Kuchen draus? Das ist wirklich eine gute Idee. Ja, kommt, helfen wir doch schnell. Du kannst auf keinen Fall meinen Keller haben. Was tust du jetzt so schwierig? Ein Teil ist ja schon unten. Was heisst du, ein Teil? Heisst das, da kommt noch mehr, oder was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben die Polizei schon zweimal im Haus gehabt. Das Zeug, das muss weg jetzt. Los jetzt, ich habe das schon einmal gesagt. Das wird meinem Chef überhaupt nicht gefallen, wenn du... Valentino, wo bleibt ihr so lang? Wir schneiden gleich den Kuchen an. Wir kommen, ja. Wir kommen. Oh, Mutter, jetzt schneiden sie dir gerade den Kuchen an. Komische Menschen. Zuerst innen, dann draussen. Die wissen schon nicht, was sie wollen. Du, Vater, du hast ja einen roten und einen schwarzen Socken an. Hey, du, gell, komisch. Du, ich habe noch mal so einen Bärchen in der Schublade. Oh, Mutter, du, die eine die hat sich umgezogen. Ja, aber wegen dieser Eiche habe ich es nicht gesehen. Ah, tatsächlich. Ja, das ist halt bei diesen reichen Winkeln so. Da lenkt dein Kleid nicht pro Fest. Also, du könntest auch wieder einmal etwas anderes anziehen, he? Du drehst schon seit Tagen den gleichen Fummel. Also, was tust jetzt du plötzlich so heikel? Du hast ja schon seit einer Woche die gleiche Unterhose an. Aber ich habe sie am Mittwoch gekehrt. Oh, jetzt kommt wieder einer. Oh ja. Oh, was ist denn das für ein fremder Fötzel? Du, was hat der komisch so? Hä? Die Mutter, der dreht den Trainer. Tatsächlich. Oh, das ist halt bei diesen Reichen so. Die gehen nicht mehr ins Fitness, die machen den Sport daheim. Dir tut mit Sport auch gut. Und ihr Kochkurs. Aber wir bekommen halt beide nicht das, was wir wollen. Ich bin
Valentino jetzt gesagt, dass wir nicht mehr mitmachen? Ja, ich habe es ihm deutsch und deutlich gesagt. Ich glaube, jetzt sind wir aus dem Schneider draussen, gell? Guten Tag. Suchen Sie irgendjemanden? Ja, der Emil. Mein Name ist Rodolfo Musculi. Man sagt mir auch Rodolfo der Folterer. Ich habe gehört, dass ein gewisser Emil unbedingt meine Bekanntschaft machen will. Es war ein Fehler von uns. Bitte verschonen Sie uns. Ja, doch heute Geburtstag. Bitte, Herr Folterer, lassen Sie doch Gnade vor Recht walten. Ich habe doch heute Geburtstag. Immer die Ausrede. Ständig fleht man mich an. Bitte verschonen Sie mich, Sie sind so brutal, Rodolfo. Hören Sie auf, das macht so weh. Ich kann es nicht mehr hören. Das spornt mich nur noch mehr an. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, wenn man sie umstimmen kann. Ja, wenn es sie geben würde, würde man mir ja nicht Rodolfo oder Folterer sagen. Gibt es da einen grossen Spiegel in diesem Haus? Ja, im oberen Stock im Schlafzimmer. Wieso? Ja, ich möchte nur gerne mit ein bisschen Schattenboxen aufwärmen. Ja, nicht, dass ich mir noch weh mache. Sie sind ja eiskalt. Wahrscheinlich macht es Ihnen noch Freude, Ihre Opfer leiden zu sehen. Aber sicher, sonst wäre ich ja nicht der Beste in dieser Branche. Sie erwarten jetzt wirklich von uns, dass wir hier unten warten, während dann, dass Sie im ersten Stock vor dem Spiegel sich warm machen mit Schattenboxen, um uns nachher fertig machen? Genau. Aber eigentlich kann ich mir nur Sie wollen vorknöpfen. Aber ich sehe, Ihr Kollege hat es auch nicht. Und die Roten nicht davonzetteln. Früher oder später kommen sie einen Weg dran. Wollen Sie nicht etwas anderes anlegen? Was? Wieso sollten wir uns jetzt noch etwas anderes anlegen? Es wäre ja schade, wenn die schönen Kleider dreckig werden. Also, Sie sind ja ganz ein fieser Mensch. Aber sicher, das gehört auch zu meinem Job. Aber sie müssen sich nicht anders anlegen, wenn sie nicht wollen. Das liegt ganz bei Ihnen. So. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen aufwärmen. Oh, ich freue mich schon auf euch zwei. Mein Leitsatz ist immer 6, 7, 8 und Schmerz. Paul, er ist doch von der Mafia. Nein! Hey, jo, überleg doch mal, Rodolfo Musculi, das ist doch ein italienischer Name. Und Valentino auch. Du hast recht, Valentino, Rodolfo, ja, das ist die Mafia. Jungs! Ich habe uns ein Gespräch von vorhin noch mal durch den Kopf gelassen und mir überlegt, ich gebe euch einen Bonus, also quasi als Motivation für unser Geschäft. Ja, vielen Dank, der Bonus ist gerade angekommen. Der Bonus motiviert uns tatsächlich, den Deal jetzt durchzuziehen. Ah, sehr gut, sehr gut. Das freut mich sehr, dass ich das jetzt alles so sehe. Ja, manchmal, da braucht es eine kleine Box. Und alles läuft wie von allein. Hey, Valentino, lass uns doch vernünftig miteinander reden. Also von mir aus kannst du den Keller für deine Sachen haben, aber bitte lass den Bonus weg. Wieso? Gottfried Stüdeli noch einmal! Gottfried Stüdeli noch einmal? Wir haben es ja begriffen, alles bleibt so, wie es ist, auch ohne den Bonus. Du meinst den Bonus also nicht? Nein, bitte nicht. Bitte zieh den Bonus zurück. Naja, es war für mich günstiger ohne Bonus. Aber wisst ihr was? Ich gebe euch den Bonus trotzdem, den habt ihr euch verdient, den mag ich euch gönnen. Das Sarkasmus scheint bei diesen Mafiosi einfach im Programm zu sein. Valentino, bitte, hab doch ein Herz. Ich habe doch heute Geburtstag. Ja, aber eben gerade darum mache ich es ja. So, ich hole jetzt noch den Rest aus dem Auto. Jetzt, wo Julia und Svetlana im Garten sind, ist gerade ein guter Moment dazu. Was, da kommt noch mehr? Ja, da kommt noch viel mehr. Wieso sonst bleibe ich, brauche ich so einen grossen Keller? Wenn ich euch zwei so anschaue, ist hier aber nicht eine Geburtstagsparty. He? Entspannt euch. Nehmt einen. Tapset. Ja, jetzt, wo ihr wisst, dass es sogar noch eine Geburtstagsparty ist.
Geburtstagsbonus gibt. Emil, wo bleibst du so lang? Wir haben inzwischen die Flaschen schon ausgetrunken alleine. Schatz, ich glaube, ab und zu wird dir ein Glas Wasser auch ganz gut tun. Ja, 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 jeder muss an etwas glauben. Und ich glaube, ich trinke noch einen. Hat es noch mehr Champagner? Im Keller, ich gehe mir gerade holen. Nein! Was, nein? Es hat doch noch eine Flasche im Kühlschrank. Hat es nicht! Haben wir getrunken, als wir waren in der Küche. Also gut, ich gehe jetzt noch eine Flasche holen. Nein, Julia! Sag mal, wird es jetzt so gewohnt, dass ihr immer im Chörli antwortet? Ich hab überhaupt, warum soll ich jetzt keine Flasche mehr holen? Bist du jetzt an deinem 50. noch gitzig? Nein, sicher nicht, aber ich finde einfach, das ist Männersache. Genau, Männersache. Was? Eine Flasche zu holen? Richtig. Ja, wir sind Männer und Männer ohne Flasche. Männer und Flasche, das gehört einfach zusammen. Ich wollte ja nur eine Flasche holen. Ja, so also gut, dann holt halt ihr die Flasche, wenn es euch so wichtig ist. Ja, was ist? Du meinst jetzt gerade? Nein, lieber erst morgen, wenn die Geburtstag schon rum ist. Ja, logisch jetzt. Aber warum wechseln wir jetzt etwas stärker? Eine gute Idee. Ja, so ein Drink war jetzt genau das Richtige. Paul, trink nicht so viel. Keiner will dich tanzen sehen. Jo, Schatz. Julia, wo bleibt denn mit dem Fitness-Trainer? Du hast recht, das sollte schon längst da sein. Ich rufe ihn schnell an. Und denk dran, Paul, wir müssen uns um den Folterer im ersten Stock auch noch drum kümmern. Oh, da hat sich auf uns. Diesel die Dust an den Morgen. Wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee. Geht doch erst einmal in den Garten raus und wir bringen euch Drinks, sobald sie fertig sind. Ja, von mir aus. Ich muss eh noch schnell das Telefon machen. Also, irgendwie benennst du dich heute komisch. Hoffentlich ist das nicht so ein Ding, das im Alter anfängt. Nein, nein, das ist ganz normal. Mit 50 wird man einfach ein bisschen kurlig. Und dann kommt mir gleich die Sinne an mein Handy im Schlafzimmer. Ich hole es schnell. Nein! Also jetzt müsst ihr aufhören mit dem Tipp. Du kannst nehmen und telefonieren, mein Handy. Oh, so ein Mist. Mein Handy funktioniert schon wieder nicht. Dieses Mistding lässt mir immer im Stich. Es ist der eingeschaltet. Aber sicher! Dann schalt's doch mal ab. Funktioniert wieder! Ich habe repariert! Was machen wir jetzt mit dem Rodolfo? Wir müssen da irgendwie den Rodolfo aus dem Gefecht setzen. Hast du nicht irgendein Pillerli dabei, das wir den ruhig stellen könnten? Ich habe draußen im Audi noch eine grosse Schachtel Valium. Die sollte ich zwar später noch in einem Kunden vorbeibringen, aber das ist jetzt wichtiger. He? Sehr gut, komm, hol sie gerade. Nicht da durch! Die laufen mir doch gerade die Valentino über den Weg. Komm, wir gehen hinten raus. Du Kuchen, he? Gute Idee. He? Das ist aber wieder mal typisch. Sich beklagen, dass sie keine Waschmedaille haben, aber nichts gegen ihre Hummelhüftenwellen machen. Guten Tag. Tag. Ich gehöre sehr zu den Geburtstagsgästen vom Emil. Ja, eigentlich bin ich sein Geburtstagsgeschenk. Mein Name ist Rodolfo Muscoli. Ich bin Fitnesstrainer und Personal Coach. Jetzt habe ich gerade mit ihm und seinem Kollegen ein paar Übungen machen. Sind die fähigen Hunde einfach abgehauen? Das können wir vorstellen. Der Emil ist so ein Sportmuffel. Wenn du ihm sagst, mach etwas für den Oberschenkel und den Bauch, isst er Nutella-Brot. Kein Wunder, ist er abgehauen. Ich habe es gerade gedacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ein typischer Laubblöser. Ein Laubblöser? Ja, ein Laubblöser.
Das sind so Typen, die einen Haufen Lärm machen und ein Problem einfach an einen anderen Ort verschieben. Aber lang kann er sich ja nicht verstecken. Sobald er und sein Kollege hier wieder auftauchen, knöpfen wir die beiden noch mal vor. Und noch geht's zur Strophe. Zum Abschluss noch so einen rechten 12-Minuten-Lauf, 6, 7, 8 und Schmerz. An seinem Geburtstag. Ja, gerade weil er Geburtstag hat. Das soll ihn daran erinnern, dass er auch nicht mehr der Jüngste ist. Guten Abend, mein Anti, ich hoffe, ich störe nicht. Hey, Kollege, du bist dann immer noch rechts vorgegeben. Hey, jetzt habe ich gerade auf meiner Patrouille durchs Dorf gesehen, dass da aussen. Nie ohne Seife. Das ist egal. Das unten am Berg hier, bei dem VW Golfslicht noch brennt. Oh, Entschuldigung, ja, der gehört mir. Ja, das passiert mir immer wieder. Ich habe ihn extra ein bisschen weiter weg parkiert, weil ich ja so eine Überraschung war. Also vielen Dank, Herr. Schöpfer, Franz Schöpfer. Ja, ich bin doch so quasi der Dorfpolizist. Was? Dorfpolizei? Ja, das gibt's noch. Ja. Wir auf dem Land legen halt noch grossen Wert auf die Nähe zu unseren Mitbürgern. He? Ja, aber hören Sie mal, ist das nicht schandbar schwierig, wenn man praktisch einen Bekannten bei einer Kontrolle muss um einen Alkoholtest bitten, man weiß genau, dass er einen sehr, sehr gerne einen nimmt. Oh, nein, das ist kein Problem. Wenn er sich weigert, dann sage ich immer, wenn du nicht ins Röhrli bloß ist, dann mache ich es für dich. Aber dann ist das grössere Problem. Das funktioniert immer. Also, vielen Dank für den Hinweis. Ich gehe jetzt gerade mal schnell das Licht abtreiben. Jetzt haben wir eigentlich unseren Männern beimachen, weil die uns draussen so lange warten. Dann treffen wir den Herrn Schöpfer und den Valentino. Ja, wo verstecken sich die zwei wieder? Paul sollte sich besser nicht verstecken. Er läuft Gefahr, dass er nicht wird gesucht. Ich bin eben nur da, weil ich eben gerade eine Patrouille gefahren bin. Jetzt macht sich die Ananas wieder bemerkbar. Ja, Herr Schöpfer, ihr müsst mich nicht rechtfertigen, dass ihr wieder da seid. Es gibt einem noch ein angenehmes Gefühl von Sicherheit, wenn die Polizei immer ein bisschen in der Nähe ist. Übrigens, also ich will ja nicht pingelig sein, aber wann gehört der dunkle Mercedes da draussen vor der Tür, der mit den breiten Reifen? Mir? Warum? Sie sehen abgefahren aus. Dankeschön. Herr Schöpfer, wenn ihr schon mal da seid, habt ihr nicht Lust, mit uns im Garten ein Stückchen Kuchen zu essen? Ja, da mein Mann an seiner Geburtstagsparty ja nicht dabei sein will, freuen wir uns über jeden Gast. Ja, unsere Nachbarn. Ja, die sind ein bisschen neugierig. Das ist im Dorf bekannt. Ein bisschen ist gut. Sieh, man sagt ja, Gott weiß alles, aber die wissen mehr. Also, wie seht ihr es, Herr Schöpfer? Kann ich euch für ein gutes Gläschen und ein Stückchen Kuchen begeistern? Aber Julia, im Dienst darf man doch nicht trinken. Ah, nein, das ist kein Problem. Also ein Gläschen nehme ich schon. Ja, vielleicht läuft ja wieder ein Kollege bei mir in die Alkoholkontrolle und will nicht blasen. Dann muss ich wieder. Da kann auch ohne Alkohol lustig sein. Ja. Aber heute gehen wir auf Nummer sicher. Das gibt's ja nicht. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Jetzt reg dich doch einmal nicht so auf, Mutter. Vielleicht haben ja unsere Nachbarn etwas mitbekommen. Unser schöner Lavendel. Einfach so büschelweise ausreissen. Das sind die, die uns das gestohlen haben. Ja, die kannst mir auch gesagt gestohlen bleiben. Was hast du gesagt? Ich meine, die Tür ist mir beim Duschen stehen geblieben. Wie kommst du jetzt auf das? Erledigt.
Ah, das ist gerade gut, dass jemand kommt. Grüß dich. Wisst ihr eventuell, wer uns den Lavendel gestohlen hat? Was? Lavendel? Oh, wisst ihr, wir haben eben hinter unserem Ofen ein grosses Lavendelfeld. Ja, und dort hat jetzt eben eindeutig so ein Typ büschelweise Lavendel ausgerupft. Also hören Sie, dass ich die blumige Hochzeit hinter mir habe, habe ich mit der Pflanzenwelt nichts mehr am Hut. Blumige Hochzeit? Ja, sie ist verwelkt, ich bin verduftet. Mit dem nichts zu tun. Hört, ihr kennt doch Brenners. Ja, also vor allem Brenners. Wisst ihr, die haben doch in ihrem Garten eine grosse Eiche. Ja, die steht uns immer vor der Sonne am Nachmittag. Könnt ihr nicht für uns ein gutes Wort einlegen, dass die Eiche hier wegkommt? Ja, was für eine Eiche? Hat die denkt draußen im Garten? Kommt, schaut, kommt! Schaut, draußen, das grosse Monster! Oh. Der Riesenbaum! Ja. Genau der! Wissen Sie was? Was? Jetzt bin ich aber gespannt, hä? Was oder was? Da geht's Nummer eins. Der muss weg. Am besten noch heute. Der stört unten. Ja. Würdet ihr uns helfen? Oh, das ist nämlich so eine lästige Sicht hier in unserer Nachbarschaft. Ja, aber sicher. Und der dünne Kollege nebendran lassen wir auch gerade um. Das sieht nämlich ziemlich krank aus. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Oh, der ist so komisch gewachsen. Also am besten ist, wir lassen gerade beide um. Sie sich klein verhacken, anzünden und dann sieht es aus, wie beide nie da gewesen wären. Man könnte sie aber auch schreddern. Oh, das wäre besser für die Umwelt. Und daraus gäbe es dann erst noch feinen Humus. Egal. Hauptsache, die stehen uns nicht mehr vor der Sonne. Also los, wenn ihr jetzt noch die Zeit habt, kommt ihr schnell über zu uns auf den Hof. Dann zeige ich euch unsere neue Schreddermaschine. Dann können wir gerade mal schauen, ob die zwei Kerlebürsten überhaupt durchgehen. Nicht, dass am Ende einer hängen bleibt und die Maschine kaputt wird. Dann hätten wir aber den Salat. Nein. Zuerst muss ich noch um die Frau Brenner kümmern. Aber wenn ich mir genau überlege, ach, was nicht. Das kann noch einen Moment warten. Also, dann gehen wir. Ja, gehen wir. Wir haben ja noch einen super selber gemachten Zwerg. Ja, genau. Da können Sie sich gut anbringen, da können Sie sich um Brennus kümmern. Mensch, hast du auch gehört? Die wollen uns umbringen. Ich habe gemeint, er will uns einfach ein bisschen zusammenschlagen. Ich habe schon gewusst, dass die und Julia, die wollen sich auch vorknüpfen. Ja, und also, als die Hanebüchs mitmachen, ist sicher nur, weil du ihnen den Lavendel geklaut hast. Die Hanebüchs sind mir schon immer ein bisschen komisch vorgekommen, aber dass die uns gerade umbringen wollen. Weil die sagt, die läuft gerade schrecklich aus dem Ruder. Was haben wir uns da nur eingelassen? Das alles an meinem 50. Geburtstag. Zuerst werde ich entlohnt, dann soll ich verprügeln und jetzt zu Humus werden. Ja, was soll denn ich sagen? Ich habe ja nicht einmal Geburtstag. Los, das haben wir jetzt gut gemacht. Ja. Für was war jetzt die gewesen? Das hat mir gut gemacht. Hey, ich sage dir jetzt eins, das lassen wir uns nicht bieten. Wir machen genau so weiter mit unserem Plan, wie wir es draussen besprochen haben. Zuerst verteilen wir den Lavendel im Keller runter, damit man nichts schmeckt, wenn die Leiche fort anfangen zu verwesen. Dann betäuben wir den Rodolfo und zum Schluss liefern wir den Rodolfo und den Valentina an den Dorfpolizist aus. Genau. Dann sind wir nämlich die Helden, weil wir einen Schmuggler und einen Mörder von der Mafia dingfest gemacht haben. Aber was machen wir eigentlich mit dem Geld? Das behalten wir natürlich. Es hat ja keiner gesehen, wenn er uns das gegeben hat. Und selbst wenn es behauptet, einem Mafioso glaubt man sowieso nicht. Ja, also ich weiss nicht, ob das so eine gute Idee ist. Paul, wir brauchen beide ganz dringend das Geld. Oder hast du eine bessere Idee? Also wenn eine bessere Idee ist, kannst du sie jetzt gerne präsentieren. Nein, habe ich nicht. Ja, also komm, lass uns jetzt sagen. Ja, wenn du verteilen, bevor wir auftauchen. Ja, aber der Valentino hat doch gesagt, dass wir nicht dort runter dürfen. Ja, wenn wir genug schnell machen, wird es auch nie erfahren. Nein, ich weiss nicht. Weißt, dort unten liegt doch ein toter Mensch. Daran können wir jetzt auch nichts mehr ändern. Komm jetzt, du Feigling!
Ich bin kein Feigling! Sapperlot mit Äpfelkompott! Also, Frau Brenner, ich muss schon sagen, Ihre Kuchen ist eine Sensation! Also, eigentlich bin ich ja seit 14 Tagen auf Diät. He? Aber das Einzige, was ich verloren habe, sind 2 Wochen. Das ist schön, dass es euch so gut schmeckt. Ich hoffe einfach, mein Mann bekommt da noch ein Stückchen. Wo ist der eigentlich wieder? Also. Ja, Frau Privatova Mofa. Nennen Sie mich doch Svetlana. Ja, das wollte ich gern. Aber ich bin im Dienst. Ja. Sie haben mir doch gerade vorher erzählen, was Sie so arbeiten. Ja, ich bin Influencerin. Oh, das ist sicher lästig, ne? Wie meinen Sie das? Ja, so eine Verkältung. Sie wollen sagen, dass Sie als Influencerin arbeiten. Das heisst, Sie posten Sachen auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok. TikTok. TikTok? TikTok? Nein, TikTok. Ah, doch, ja doch, das kenne ich von der Tochter von meiner Schwester. Ist sie auch Influencerin? Ja, sie schafft auch nicht. Sag mal, wo ist eigentlich der Rodolfo? Der sollte doch schon längstens da sein. Ja, wieso? Kommen noch mehr Gäste? Das ist ein Überraschungsgeschenk für meinen Mann. Ein Personal Trainer. Ja, ist das so ein, wo man mit dem zusammen trainiert? Genau. Aha. Ah, das ist so ein, der einen so quälen tut, damit man so richtig ins Schwitzen kommt. Ja, exakt so einer ist das. Ja, meine sehr Mann hat an so einem Geschenk Freude. Ja, am Anfang auch schon nicht so. Aber wenn er dann mal begreift, wie gut das ihm das tut, dann schon. Sie rechnet sowieso damit, dass Emily nicht will. Und dann Julia ihn begann. Also in erster Linie ist natürlich ein Geschenk für meinen Mann. Ja. Wenn er dem auftaucht. Polizei ist auch gerade los, sehr gut. Herr Schöpfer, ich muss unbedingt unter 4 Augen mit Ihnen reden. Ja, aber sicher nicht jetzt, Emil. Jetzt ist es erst mal ein Stückchen Kuchen. Wenn du nicht pressierst, ist der Valentino draussen alles allein auf. Überhaupt, was habt ihr eigentlich im Keller gemacht? Nichts. Fällt das mit dem Körli schon wieder an? Also, allzu lange dürfen Sie mich mit dem Kuchen nicht allein lassen. Sonst ist dann noch der letzte Gast weg. Was ist denn mit den Drinks, die uns versprochen hat? Ja, genau, Drinks. Richtig, Drinks. Drinks. Ah, jetzt wird's lustig, die Pfeil von der Verdampfen. Wer nimmt was? Ich hätte gerne Sex on the Beach. Ja, das hätte ich auch gern. Aber er möchte eben wissen, was sie trinken wollen. Das ist ein Drink, das heisst er so. Also ich nehme einen Negroni. Ja, also ich sollte eigentlich nichts nehmen. Aber es ist am Herr Brenner sein Geburtstag. Da kann man mal ein Äugchen zudrücken. Er hat gerne einen Scotch. Wenn es jetzt für Umstand macht, ich nehme gleich Piridia. Also 4-mal Gin Tonic, hä? Paul, kann doch du mal einen Tonic holen, gell? Und bring unserem Rodolfo auch etwas trinken mit einem Tablettchen drin im Glas. Du weißt, was ich meine, gell? Ah, ja. Alles klar. Ja. Also, den hol ich mal schnell, den Tonic. Oh, Paul, ein Flasche Tonic lernt doch nicht. Hol doch noch schnell einen im Keller. Nein! Sind Sie fast ohne damit da? Nein, ich kann mir einmal Behilfe zeigen. Ich gehe schnell den Tonic im Keller abholen. Ich weiß, das ist Männersache. Und ich hole mal die Flasche aus dem Eiskasten. Die ist ja schön kiel. Herr Paul, seit wann bist du so fleißig? Das kenne ich gar nicht von ihm. Er hilft dir daheim nicht mit. Herr Paul, weiß nicht einmal, wie man Haushalt schreibt. Gestern ist er zu mir gekommen mit einem Kochbuch und wollte von mir wissen, wie man da drin findet, wie man Wäsche kocht. So,
Da warte noch der Tonne. Also, du kennst dich eben gut aus unserem Keller, dass die Flasche so gut gefunden hast. Das ist eben, weil du immer alles so ordentlich versorgen tust. In deinem Keller herrscht eben noch Ordnung, gell? Schön, dass du so mal zu schätzen willst. Also ich bewundere Menschen, die können Ordnung halten können. Und mir ist das Game lachend vorbeigelaufen. Aber ich sage immer, Ordnung ist, wenn man weiss, wo man nicht suchen muss. Möchte irgendjemand Eis? Nein. Und Sie, Herr Schöpfer, Eis in Gin. Oh nein, ich muss noch fahren. Dankeschön. So, also, auf mein Geburtstag. Könntest du bitte mal schnell kommen? Wieso? Es ist eben wegen Tonic. Da ist eben nicht dort, wo man sein sollte. Du bist sicher? Hast du im ganzen Haus gesucht? Ja, überall. Er ist einfach weg. Ist doch jetzt gleich. Wir haben ja jetzt Tonic. Nein, Julia. Also ich meine, wir müssen unseren Gästen einen kühlen Tonic servieren. Emil, jetzt lass es doch. Warum musst du jetzt die Flasche holen? Weil ich Geburtstag habe und am Geburtstag dürfen wir einfach alles. Also, irgendwie benimmt sich der Emil heute doch komisch, hä? Paula! Jetzt spüre ich eure Wassermelone wieder. Sie meinen Ananas? Unsere Katze? Genau! Wieso heisst eure Katze eigentlich Ananas, weil sie so süß ist? Ich kann es denken. Nee, weil sie so einen stachligen Charakter hat und sich benimmt, als hätte sie eine Krone auf. Es wird immer wie schlimmer und besser gegangen, ein bisschen raus. Also ich habe ja ganz rote Augen. Ja, das kommt vom Kiffen. Nein, ist natürlich wegen der Allergie. Ja, vielleicht sollten wir alle zusammen wieder rausgehen. Es ist eher für heute schönen Sommerabend zum Tisch bleiben. Ja, das hilft sicher. Ja. Oh, hat es noch etwas zu trinken? Oh, ich nehme die Flasche mit. Lassen Sie, an Ihrer Stelle würde ich nicht so viel trinken. Ja, warum? Weil ich Polizist bin. Nein, wir sind allergisch auf einen Kater. Yeah. Eigentlich habe ich ja kein Problem mit Alkohol. Höchstens Sony. Nein, ich kann mir das nicht erklären. Wo ist denn der Arme? Ja, vielleicht hat er sich so anders überlegt und ist einfach gegangen. Oder er hat uns gar nicht etwas antun, sondern hat uns nur ein bisschen Angst machen. Und was ist mit den Hahnenbüchs? Hast du das Gespräch zwischen ihm und den Hahnenbüchs vergessen? Dann hat er doch gesagt, dass er uns unter den Boden will bringen. Ach, stimmt. Eifelbümsch mit Eierbümsch. Sag mal, wie viele Tabletten hast du jetzt da drin? Drei. Und das Valium bringt ihn nicht gerade um? Nein, sicher nicht. Man sollte einfach keinen Alkohol dazu trinken. Da sind ja meine Kandidaten. Jetzt ist endlich Zeit, euch eine rechte Lektion zu erteilen. 6, 7, 8 und Schmerz. Für was brauchen Sie denn die Motorsage? Die ist für später. Mit der schneide ich alles kurz und gleich und mach's zu Humus. So, jetzt aber zuerst einmal zu unserem Vorhaben. Wollen Sie nicht einmal zuerst etwas trinken? Ja. Vielleicht wissen Sie, dass viele Schattenboxen hat Sie sicher ganz durstig gemacht, nicht? Ja, gut, das kleine Schlückchen Wasser nehme ich jetzt noch ganz gern. So, jetzt geht's aber los! Moment. Kommt jetzt wieder eine von diesen Ausreden? Lassen Sie mich doch ausreden. Genau, lassen Sie ihn doch zuerst einmal ausreden. Von mir aus, einen letzten Wunsch habe ich noch keinem abgeschlagen. Ui. Oh, das war jetzt vielleicht doch ein Schnäpschen zu viel vorher. Geht es Ihnen nicht so gut, wenn Sie einen Moment hier ansitzen? Ja, gute Idee. Aber nur einen ganz kleinen Moment. Ah, dann lege ich aber los. Man sagt mir ja nicht um so Stradolf oder Folter. Oh,
Heute war ich aber lieber das Dornrösli. Einfach ohne Prinz. Nur ein kleines Stöftchen. Rodolfo? Rodolfo! Ja, ganz böse schläft nie. Ja, was machen wir jetzt mit? In Keller runter mit dem. Ja, aber dann würden doch gerade der Valentino sehen. Stimmt. Weißt du was? Dann. Da! In die Sitzbank rein! Was? In die Sitzbank? Ja, ich meine, da schläft ihr jetzt eine Zeit, da kommt es jetzt auch nicht drauf an, oder? Ja, aber wir können doch nicht einfach so in die Sitzbank reinlegen. Alles gut. Eins. Zufrieden? Ja, und jetzt legen wir einfach den drei, oder was? In die Sitzbank, wo andere als Stuhl brauchen. Lieber im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einstuhlen. Komm jetzt mal helfen. Komm, pack mich an. Eins, zwei, hopp! Los geht's. La 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 la. Okay. Zitte und ihr schießt. Jetzt müssen wir nur noch in einem ruhigen Moment den Polizist auf die Seite nehmen, sagen, was da für ein gefährlicher Mensch drin liegt und dass der Valentino illegale Sachen in den Keller lagert. Was ist das? Was ist was? Ja, hörst du das nicht? Das ist so wie eine Summe. Also, stimmt jetzt, was sagst du, hör ich es auch. Du, ich glaube, das kommt aus dem Keller. Was ist ein Keller? Biene! Wie kommen denn die Bienen in meinen Keller runter? Ja, das ist sicher wegen Lavendel. Bienen lieben doch Lavendel. Und ich dummel habe das Kippfenster offen gelassen, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Und das läuft dann alles furchtbar schief und ich bin emotional sehr nah am Wasser gebaut. Und ich bin emotional sehr nah an einer Klappe gebaut. Paul, riss dich zusammen, da müssen wir durch. Ihr müsst entschuldigen, hä? Aber es ist unglaublich. Zuerst klaut man uns den Lavendel und jetzt noch unsere Beine. Beine? Ja, Beine, Bienen. Ein ganzer Schwarm, einfach weg. Unser schöner Honig. Ihr habt keine Ahnung, wo die können sein, oder? Nein, keine Ahnung. Das ist jetzt aber schon noch ärgerlich. Vielleicht spüren sie wieder den Wetterumschlag. Ja, dann hauen sie am einfach ab. Das haben wir doch schon mal gehabt. Ja, im Sommer 89, da ist unser ganzer Schwarm zwei Monate abgehauen. Ja, wegen dem Donnersommer. Wegen was? Wegen dem Donnersommer. Ja, das ist Englisch und heisst Wärmegewitter. Oh, wisst ihr? Der Heinz macht eben darum gerade einen Kurs in der Migros-Club-Schule. Aber nicht in Englisch, hä? Sag mal, wo ist eigentlich der Muscheli? Der wer? Der Rodolfo. Ja, wisst ihr, wir haben eben darum eine Vereinbarung mit ihm. Aber du Mutter, so sauber, wie die Sage noch dort steht, hat er unser Projekt noch nicht in Angriff genommen. Ja, dann denkt, das geht etwas schneller. Ja, die können sie wohl kaum erwarten, bis das Problem aus der Welt geschaffen ist. He? Die Problem? Ja, wir haben festgestellt, dass es zwei sind. Oh, ich kann die Kaltschnäuzigkeit nicht fassen. Sie wissen schon, dass wir hier aussen im Garten gerade einen Polizist haben. He? Ja, das ist uns gleich. Der hat uns schon manchmal den Augen zugedrückt, wenn wir einen umgelassen haben. In was für ein Dorf bin ich da nur angezogen? Also hört mal, wenn ihr wollt, dann kann ich euch helfen. He? Ich bin sehr gut im Umgang mit so einer Motorsache. Dann hätten wir das Problem kurz und schmerzlos aus der Welt geschafft. Also am besten ist, wenn euch das gerade meine Frau machen. He? Die sagt euch, die ist ja so hässig wegen diesen Beinen. He? Die isst dort oben kein Honig, ja. Die kaut Beine. Ja, wenn es noch hat. Ich weiss gar nicht, warum die Bienen so aggressiv sind. Beine? Wo habt ihr die gesehen? Im Garten. Ist der Schwarm? Nein, nur zwei, drei. Warum? Ja, mir ist ein ab.
Problem, nur ein Stich. Oh, Heinz, komm, wir werden schauen vielleicht. Sind sie auf dem Baum oder im Dachkeller? Hey, du Mutter, wenn sie auf dem Baum oben sind, dann wäre es am besten, wenn du gerade einmal aufklettern würdest. Warum? Ja, dann gibt es sicher schön Wetter. Oh, hat sie nicht lustig gefunden? Aber gegen das seid ihr nicht auch noch allergisch? Nein, nur Katze und Schocki. Schocki? Ja, jedes Mal, wenn ich von deren esse, dann schwellen meine Hüften an. Was machen denn ihr da auf dem Bänkchen? Warum seid ihr nicht rausgekommen? Weil wir haben noch schnell etwas erledigen müssen. Was denn? Ja, wir haben eben... Ja, was denn, Paul? Hä? Wir haben unbedingt... Ja, weil... Dein Gedicht hören. Dein Gedicht hören? Mein Gedicht hören? Ja, das Gedicht, das du für deine Frau dichtet hast, als Dankeschön für die tolle Überraschungsparty. He? Das Gedicht, ha? Ein Gedicht. Also das finde ich jetzt wirklich der Hammer. Finde ich jetzt wirklich schön. Ja, ich meine, du hast überhaupt keine Freude an deiner Party. Aber dass du das Gedicht machst, ja, eben geil, ja. Eben geil. Und, wie geht's? Dankeschön, gut, ja. Ich meine, denke, wie geht's Gedicht? Das Gedicht? Ja, das ist halt das Gedicht bei jedem anderen auch. Da folgt ein Wort aufs andere und am Schluss reimt sich alles, nicht? Eben. Wir wissen doch alle, wie ein Gedicht funktioniert, aber... Wolltest du es nicht einmal vortragen? Nein, Paul. Wir haben doch abgemacht, es ist noch zu früh dafür. Ich muss an zwei, drei Sätze noch feilen. Ach komm, nur Mut. Also ich find's toll. Komm jetzt, Schatz, es ist sicher gut. Ja, noch raus damit. Ich versprich, wir sind auch kein kritisches Publikum. Also mehr als zwei Tomaten schiesse ich nicht. Rot sind Rosen, gelb sind Bienen. Ich kann nicht dichten, Waschmaschine. Also das ist es schon gewesen. Ja, bravo. Ja, es ist wirklich herzig. Also ich muss schon sagen, Ihnen ist das Gedicht also wirklich gelungen. Oh, das Stich. Und das habe ich ganz vergessen. Ich hole noch schnell ein Salbi. Nur keine Umstände. Ein bisschen Alkohol tut es auch. Oh, das brennt dann noch auf dem Stich. Ja, ich will ihn ja auch trinken. Schöpfer, ich muss ganz dringend mit Ihnen unter vier Augen reden. Eine heikle Sache. Nein, ich will Ihnen nichts wegnehmen, keine Angst. Aber Sie müssen versprechen, das Ganze diskret zu behandeln. Ja, Diskretion ist Teil von meinem Beruf. Ja, um was geht es denn? Es geht. Entschuldigung. Es tut mir leid, ich kann es nicht steuern. Also wenn Sie jedes Mal mit so viel Druck genießen, empfehle ich Ihnen am Morgen kein Müsli zu essen. Wieso? Es hat statt einer weissen Wand eine Raufasertapete. So, komm, mach vorwärts, erzähl es jetzt endlich. Ja, um was geht's denn? Es geht um den Rodolfo, der will uns am Kragen. Ah, ja, ich weiss. Was soll das heißen? Ich weiss? Ja, ich weiss, dass er sich euch zwei möchte vorknöpfen. Also besonders sie. Das nehmen Sie einfach so zu. Ja, das ist ja sein Job. Das ist ja das Problem, sein Job. Ja, nur ruhig. Ich verstand euch zwei ja schon. Also, an eurer Stelle wäre ich auch ein bisschen gestresst. Warum machen Sie nichts dagegen? Oh, nein. Da pfusch ich ihm nicht rein. He? Also unter uns gesagt, ich finde es ja auch ein bisschen merkwürdig, dass es ausgerechnet an ihrem Geburtstag muss sein. Aber da mische ich mich nicht rein. Aber er will uns doch fertig machen. Ja, das gehört ja auch dazu. Und foltern will er uns. Ja, er heisst ja nicht umsonst Rodolfo der Folterer. Sie kennen den? Ja. Warum verhaften Sie den nicht? Ja, ich habe doch keinen Grund. Keinen Grund? Hallo? Er will uns doch foltern. Und umbringen. Und Hand, ich brauche es dabei helfen. Ja, mit einer Modalsage. Also jetzt gehören einfach die Nachbarn auch zu diesem Komplott. Nein, aber ich verstand ja schon, dass wenn man sich in so einer Situation, wir zwei euch befindet, den Steck nicht wohlfühlt. He? Aber da müsst ihr jetzt durch. Es hat überhaupt keinen Zweck, das wollen verschieben. Aber ich bin schon froh, dass es euch zwei trifft und nicht mich.
was ist mit dem Valentino? Ist er in der Szene auch bekannt? Nein, den habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ah, dann wissen Sie nicht, was der macht? Nein. Aber ich bin gespannt, was ihr zwei mir über ihn erzählen. Der lagert illegale Sachen in den Keller. Und ein Leich. Ein Leich? Also ihr zwei macht schon alles Mögliche, damit der Rodolfo euch nicht vorknöpfen kann. Aber es ist wahr. Wir meinen es ernst. Ja, also nein. Okay, dann soll ich nachschauen? Nein! Warum nicht? Wegen der Bienen. Der ganze Keller ist voll. Genau. Ja, wegen der Bienen. Ja, ich nur kann ich die Bienen vergessen. Dann gehe ich an einen anderen Dampo vorbeischauen. Gott, Meloni, Sebetoni, der nimmt uns nicht ernst. Es gibt Menschen, denen du in die Augen und siehst, es brennt Licht. Aber es ist keiner daheim. Die so verdattert in die Weltgeschichte. Ah! Das sind ja alle. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich eine ganz spezielle Überraschungsparty, wenn das Geburtstagskind gar nicht rum ist. Vielleicht ist das ja die Überraschung. Ah, habt ihr von unserem Säulenschmalz schon probiert? Der ist übrigens auch sehr gut gegen den Kater. Ja, den würden wir mir erschöpfen, aber nicht empfehlen. Ja, wenn das heisst, ich trinke zu viel. Nein, wegen dem Kater. Oh, ich habe schon gedacht, jetzt noch ein bisschen Gin. Warum bist du so ruhig? Und deine Augen sehen auch so panisch aus wie eine Rehkuh, das in die Scheinwerfer von einem Auto starrt. Ja, die zwei haben eben Angst vor dem Rodolfo der Folter. Was du weißt davon? Das könnte doch sein, so eine Geburtstagsüberraschung. Heißt das, du kennst den Rodolfo? Ja, natürlich, ich habe ihn daher bestellt. Was? Du, Julia, wie kannst du noch? Also, ich meine, ich hätte ja viel von dir erwartet, aber das hätte ich mit dem Rodolfo nie von dir erwartet. Dass du mich umbringen willst, ausgerechnet in meinem eigenen Haus. Jetzt musst du doch nicht so übertreiben. Also, da muss ich ihrer Frau recht geben. Also, ihre Reaktion ist ein bisschen übertrieben. Sie hat doch nur gut gemeint. Was, du steckst da mit drin? Natürlich. So ein bisschen Schmerz kann ich schaden. Ja, das ist eine Verschwörung gegen uns. Mach doch nicht so ein Drama wegen ein bisschen Sport. Das tut dir gut, jetzt wo du 50 bist. Ach, Sport, hä? Aha, Sport. Ja, dann sagt mir jetzt also Sport. Hast du gehört, Paul? Morgen ist Sport. Hä? Also gut, gut. Wenn du das willst. Wenn das dein Wunsch ist, bitte schön. Er schießt, er sticht mich oder was auch immer. Aber bitte mach es schnell, damit ich nicht zu lange liegen muss. Genau, mach jetzt schnell, dass wir keine Schmerzen haben. Hecht jetzt, Paul. Hinter mir, du Feigling. Fitnesstrainer, das ist einer, der dafür zahlt, dass er mit einem etwas Sport macht. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Theater machst, dann hätte ich dir das sicher nicht geschenkt. Nächstes Jahr gibt es wieder eine Krawatte. Heißt das, der Rodolfo ist nicht von der Mafia? Kämmer! Seid ihr noch ganz betrost? Ja, aber er heisst doch Rodolfo der Folterer! Weil er ist beim Sport gnadenlos mit seinen Kunden. Deswegen ist er auch der Beste. Ja, Tannenbüß, wir haben ganz genau gehört, wir sind mit dem Rodolfo Plan geschmiedet, um uns umzubringen. Wie kommt ihr auf so einen Mumpitz? Wir sind doch keine Mörder. Vielleicht spannend, aber ganz sicher keine Mörder. Aber ihr könnt uns doch wollen umlassen. Ja, zerstückeln, schreddern und verbrennen, damit es besseren Humus gibt. Wir haben es genau gehört. Ja, aber das haben wir doch wegen dem Baum gesagt. Baum? Baum? Was denn für ein Baum? Der Baum! Ja!
Eure Eiche steht uns immer vor der Sonne am Nachmittag. Wegen dem sind wir doch keine Mörder. Ja, aber der Valentino. Der Valentino! Ja, genau, der Valentino, der Valentino. Ja, sie sind ja der Schmuggler. So das sein. Der Schmuggler und Mörder. Du hast illegale Sachen in den Keller gebracht und ein Leich. Jetzt werdet ihr merken, warum wir gemeint haben, dass der Rodolfo von der Mafia ist. Der Valentino hat ein Leich in unserem Keller. Stimmt doch überhaupt nicht. Es sind zwei. Wir haben es doch gewusst, von wegen, wir sind Spinner. Aber die Leichen sind doch aus Plastik, Hirnakrobaten. Hohoho, jetzt musst du aber nicht rausreden, gell? Du bist aufgeflogen. Was hast du bei uns im Keller? Ich wollte es eigentlich geheim behalten, aber jetzt muss ich es ja erzählen. Oh ja, auf diese Ausrede bin ich jetzt einmal gespannt. He? Also ich auch. Hm? Oh, das ist fast so spannend wie im Hepsentheater. Julia, wie du weißt, arbeite ich für eine grosse Modekette. In einer Woche eröffnen wir einen neuen Laden in der Freien Strasse in Basel. Und weil die Konkurrenz nicht schläft und der Laden immer noch im Umbau ist, habe ich meine Ware nicht in dem Laden lagern. Sonst hat die Konkurrenz vielleicht schon von mir Wind bekommen und hat reagiert. Darum habe ich gedacht, zur Sicherheit, also noch zur Sicherheit, lagere ich die Ware bei euch im Keller. Nur bis kurz vor der Eröffnung. Dann waren die Leichen also nichts anderes als Schaufensterpuppen. Genau. Und was ist denn mit dem weißen Pulver gesehen, wo aus der Kiste gerieselt ist? Hä? Was für ein weißes? Das ist Quarzsand. Ich habe im Schaufenster eine Strandatmosphäre mit Bikini präsentieren. Bikini ziehen immer. Also am Strand mache ich immer einen auf Boje. Also Mann, in eurer Hütte von denen nicht stecken. Emil, was ist eigentlich in dich gefahren? Das ist alles die Schuld von Paul. Was? Oh, ist das wahr? Ja, das wäre doch ein schönes Geburtstagsgeschenk, wenn ich jetzt alles auf dich nehmen würde. Emil, willst du mir jetzt nicht endlich einmal verraten, warum du dich die ganze Zeit schon so komisch benimmst? Es ist eben so. Meine Firma ist Konkurs gegangen, wegen dem habe ich heute meinen Job verloren. Und wenn wir uns erst gerade das teure Haus gekauft haben, habe ich Panik bekommen, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Und dann ist eben der Valentino gekommen und hat uns das Geschäft angeboten, also den Keller für seine Sachen mieten wollte. Ja, weil wir beide kein Geld mehr haben, dass der Geld ganz dringend braucht, haben wir halt eingewilligt, ohne zu überlegen. Ja, und dann hat der Valentino gesagt, dass wir keine Fragen stellen dürfen und nicht wissen dürfen, was dort unten lagert. Ja, und wo wir dann den Valentino hier durch das Fenster mit dieser Puppe gesehen haben, haben wir eben gemeint, das sei gleich. Ach, Emil, warum hast du mir nicht gerade gesagt, dass du deinen Job verloren hast? Das ist doch nicht so ein Drama. Finden wir schon eine Lösung. Mensch, aber was ist denn mit dem Haus, mit dem Teuren? Wie wollen wir uns das leisten, wenn ich jetzt keine Arbeit habe? Es gibt doch immer eine Lösung. Zusammen schaffen wir das. Bist du sicher? Du musst mir von jetzt einfach versprechen, dass du mir immer die Ware ziehst. Ja, versprochen. Von jetzt an keine Geheimnisse mehr. Immer gerade die Ware. Ehrenhaft, gell? Und schon wieder habe ich einen Fall gelöst. Ist doch noch offen. Wo ist eigentlich der Rodolfo? Stimmt. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das war schon da gewesen. Der hätte uns doch helfen sollen, den Baum umzulassen. Ich habe schon eine Ahnung, wo der sein könnte. Ich habe keinen blassen Dunst. Gut, also, irgendwo muss er ja sein. Ich rufe ihn schnell an. Und ich hole in der Zwischenzeit mal meine Sachen aus dem Keller. Ja, jetzt, wo es kein Geheimnis mehr ist, kann ich das ja machen. Valentino, vielleicht so. Was ist, hast du Angst? Nein, alles bestens, geht nur mehr ab. Scheiße, Ah!
Biene! Unsere Beine! Zuerst behauptet ihr, wir seien Mörder und dann klauen ihr uns noch unsere Beine mit dem Honig! Und wieso liegt denn da überall ein Wendlerkeller rum? Das sind doch nicht sie! Ich glaube, jetzt komme ich durch. Es ist nicht unsere Schuld, an der heute Geburtstag. Und nicht ganz 100, präsentiert von Breitenstein AG für Fenster, Tür und Tor in Diepflingen und neu auch in Binnigen, Perfect Home Immobilien, Ihre Immobilienpartner und Baufachexperten und Passion for Beds, das Fachgeschäft für handwerkliche Qualität und guten Schlaf.